Habt ihr auch Dinge bei den Sims, die ihr viel lieber macht als andere Simmer, die genau das nämlich total langweilig finden? Diese Situation möchte ich gemeinsam mit Naomi und Esmeralda herausfinden. Wir spielen nämlich Wer würde eher? Wir spielen Wer würde eher in der Sims Edition. Das kann man natürlich nicht alleine spielen, deswegen habe ich mir die liebe Nesmeralda eingeladen. Hallo, ich heiße Naomi Esmeralda. Viele kennen mich unter dem Namen Nesmeralda. Ich lade auch Sims-Content hoch. Meiner ist eher chaotisch, lustig, ab und zu hilfreich. Eher selten, ja. Der liebe Micha, den kennt ihr ja ebenfalls von meinem Podcast Sim gehört, hat uns da ein paar Fragen vorbereitet. Esmeralda hat ebenfalls ein paar im Schlepptau. Wir beginnen mal mit der ersten Frage und zwar sehr spannend. Wer würde eher einen lästigen Sim im Pool ertränken? 3, 2, 1. So. Was hast du? Oh, ja, ja, das war, glaube ich, sehr eindeutig. Ich mache gefühlt nichts anderes, außer meine Sims quälen. Das kenne ich. Ich glaube, das hat bestimmt jeder schon mal so ein bisschen gemacht. Definitiv. Mein größtes Hobby ist einfach Sims quälen, auf so viele verschiedene Arten. Wenn man so an die Sims denkt, als Person, die da vielleicht jetzt auch nicht so drin ist, ist ja immer so diese Sache mit den Sims im Pool einsperren, Leiter entfernen. Ja. Ging ja bei den Vorgängerteilen, aber mittlerweile ja nicht mehr. Ja, man muss jetzt kreativ werden, hallo? Bei Matrix. Wer würde eher Sims 4 eine 1-Sterne-Bewertung geben? 3, 2, 1. Hast du dich genommen? Ja, mich. Oh wow, wir sind total kritisch, ha? Die Sims 4 macht ja vieles richtig im Vergleich zu den Vorgängern, finde ich. Aber dann so manche Sachen ist man ja gerne am Meckern. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber manche, so gerade in letzter Zeit, das mit den vielen Fehlern und so. Definitiv sehr kritisch. Also, ich habe schon sehr viele Bugs und so in meinem Spiel. Und ich dachte, du bist so mega nett, deswegen würdest du das nicht machen. Und du dachtest wahrscheinlich das Gleiche über mich. Viele Bugs gefallen mir dann doch. Es gibt immer so manche Überraschungen, wie zum Beispiel Highschool-Jahre, was ich eigentlich sehr cool fand. Ja, der berühmt ist ja immer noch so eines meiner Favorites. Aber ich finde es schön, dass wir beide so ehrlich sind. Also, dass wir beide unsere ehrliche Meinung sagen. Ist wichtig bei dem Format. Ja. Wer würde eher nur noch Die Sims 2 anstatt Die Sims 4 spielen? Wieder so ein bisschen zurück, back to roots. 3, 2, 1. Hast du mich genommen? Ich habe mich gar nicht gesehen. Ja? Hast du denn die Sims 2 überhaupt gespielt? Ja, ja, klar. Bist du? Voll. Ah, okay. Sims 2 ist absolute Kindheit. Ich liebe Sims 2, aber ich habe es eigentlich nicht mal auf dem PC. Hast du Sims 2 auf dem PC? Ja, tatsächlich. Ich habe eigentlich alle Sims-Spiele installiert, aber ehrlich gesagt, mit die Sims 3 habe ich tatsächlich in letzter Zeit wieder ein bisschen gespielt. Oh, wie schön. Ja, da sind voll die Erinnerungen so ein bisschen hochgekommen. Hast du insgesamt mehr Zeit mit die Sims 4 oder die Sims 2 so verbracht? Also am meisten Zeit habe ich mit Sims 3 verbracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sims 3 ist für mich einfach top, meine große Liebe. Die coolen Details, die es da immer gab, fand ich einfach genial. Hast du auch diese Videos gesehen? Es gibt ja so Videos, in denen so ganz viele Details von Die Sims 2 einfach so zusammengetragen werden. Sowas gucke ich immer total gerne, ist einfach witzig. Ja. Mich macht das sogar richtig traurig, wenn ich die Videos sehe, weil ich halt auch sehe, wie viel bei Sims 4 fehlt. Leider. Das auch wenn man Sims 3 vergleicht, es fehlt leider total viel. Wer würde eher wegen einer Kuhpflanze sterben? 3, 2, 1. Ich bin einfach so ultra tollpatschig. Und vor allem, die Kuhpflanze lockt dich ja mit einem Schokokuchen. Das ist mein absoluter Lieblingskuchen. Da hätte sie mich halt direkt. Stimmt. Nachdem du schon vorhin gesagt hast, dass du deine Sims gerne im Pool ertränkst, passt es dann ja irgendwie, finde ich, auch ganz gut. Ich habe sogar eine hier oben stehen. Wirklich? Ganz klein. Sie ist tatsächlich total niedlich. Da fehlt leider schon ein Horn. Wer würde eher alle Sets kaufen, obwohl einem die Inhalte nicht gefallen? Ich glaube, ich habe schon so eine Vermutung, wer es sein könnte. 3, 2, 1. Definitiv, ja, definitiv. Ich glaube, du hast auch alle Packs für die Sims 4, oder? Gehe ich mal von aus. Ich habe kein einziges Set, außer das Wüstenoasen-Set, weil es gratis war. Ich weigere mich, die Sets zu kaufen. Also vom Umfang sind die natürlich ein bisschen klein geschnürt. Aber ja, es ist so ein bisschen der Vollständigkeit halber. Man will dann ja auch alle haben. Und ich will sie dann ja auch natürlich auch alle in den Videos vorstellen, deswegen. Nee, ich weigere mich einfach und hoffe, es hilft irgendwas.
Aber ich als einzelne Person, wenn es viele machen, vielleicht bringt es ja irgendwann mal was. Hat man ja zum Beispiel auch bei hier meine Hochzeitsgeschichten, finde ich sehr eindrucksvoll gesehen, dass wir als Community da doch was bewirken können. Wer würde sich eher sofort das neue Update herunterladen und es direkt wieder bereuen? Ich habe mich gerade spontan nochmal umentschieden. 3, 2, 1. Du spielst mit Mods, oder? Ja, mit genau, ganz viel Mods. Das ist dann der große Punkt. Spielst du ohne Mods? Ich habe so bis vor 3 Jahren oder so auch mit Mods gespielt, aber dann ist mir mein Mod-Ordner abhanden gekommen und dann ist es geendet. Und das war's nee, dann? Du wolltest nichts mehr? Lars, das ist gerade wow. Okay, ich könnte nicht ohne meine Mods spielen. Nee, ja, also ja. Ich muss auch sagen, manchmal bereue ich so ein bisschen, aber ja. Ich war auch früher übel der Freak. Bei mir war es dann immer so, dass ich in meinem Mods-Ordner alle Mods mit einer eigenen Beschriftung versehen habe, also die Beschreibung neu geschrieben habe, dass es alles so aussieht wie direkt von EA. Und ich habe mir dann auch die Mühe gemacht und irgendwelche Mods ins Deutsche übersetzt, einfach nur, damit man nicht sieht, dass es kein im Spielinhalt ist. Und ja, ich weiß auch gar nicht so im Nachhinein, warum ich das so gemacht habe. Wow, Lars, Respekt davor, wirklich. Ja. Wer würde eher ein Kind in The Sims 4 vom Sozialamt abholen lassen, weil es nervt? Oh mein Gott. 3, 2, 1... Ja. Oh mein Gott, das spricht alles so nicht für meinen Charakter, was wir hier machen. Es ist ja nur im Spiel. Da wäre es dann ein bisschen komischer, aber so bei den Sims kann man auch mal irgendwelche Sims im Pool einsperren. Wie oft hast du denn deine Kinder schon vom Sozialamt bei den Sims abholen lassen? Es passiert mir, wenn, dann tatsächlich einfach aus Versehen eher, weil ich mich einfach gar nicht drum kümmere. Vielleicht 2-3 Mal, aber... Wäre eine gute Storyline eigentlich mal so. Aber das Kind ist ja dann wirklich weg. Das habe ich auch schon auf die harte Tour gelernt, dass das Kind dann einfach weg ist. Tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nie Kinder vom Sozialamt abholen lassen. Aus Versehen, glaube ich schon mal. Das auch, wenn man sich dann mit seinen Sims dann um irgendwas anderes Wichtiges kümmert. Wer würde eher ein Techtelmechtel mit dem Sensenmann haben? 3, 2, 1. Oh! Weißt du, Sensi ist mein bester Freund und ich weiß nicht, ob ich über die Schwelle drüber gehen will. Ja, mit dem besten Freund? Oder ja, ist irgendwie kritisch. Ich würde es nicht machen, weil er mein bester Freund ist. Er ignoriert mich zwar immer in meinen Videos, immer ignoriert er mich, aber in meinem Herzen sind wir beste Freunde. An seinem iPad herumtippend steht er da so rum und macht nicht ganz das, was er soll. Kennen wir auch so von den Sims. Hast du denn viel mit dem Sensenmann Kontakt? Also ich glaube, meine Sims... Denen geht's eigentlich immer relativ gut. Menschenquellen, Sims-Quellen. Ich sehe den gefühlt immer, wenn ich Sims starte. Also mindestens einmal sehe ich den immer, weil irgendjemand stirbt. Ich nenne ihn auch Sensi. Wir sind schon so weit, dass er einen Spitznamen bei mir hat. Sensi, my best friend. Ja. Wenn dein Sim dann stirbt, VIP-Ticket einlösen und dann kann man die Zeit noch ein bisschen verlängern. Ja, ist so. Also ich sorge dafür, dass Sensi die Arbeit nicht ausgeht. Wer würde eher ganze simlische Sätze sprechen können? Du hast sehr schnell deine Karte umgedreht. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. 3, 2, 1. Ja, natürlich. Wenn es um sowas geht, bist du so viel besser als ich. Also du hast so ein großes Sims-Wissen, das ist unglaublich für mich. Tatsächlich interessiere ich mich schon immer so für dieses ganze Nerd-Behind-the-Scenes-Zeug. Das finde ich immer sehr spannend. Aber simlish, ich glaube, wir können beide so die Standardbegriffe. Aber es ist ja keine richtige Sprache. Also man kann simlish ja gar nicht in dem Sinne irgendwie lernen, was ja eigentlich total schade ist. Ja. Wenn es da ein Wörterbuch geben würde oder so hier auf, wie heißt die App, Duolingo, würde ich mir da direkt Simlish aneignen. Fände ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wow, es würde mich einfach null interessieren, muss ich zugeben. Das wäre gar nichts für mich. Also ich liebe Sprachen, aber Simlish, zweite Fremdsprache ist Simlish. Kannst du es in deinen Lebenslauf reinschreiben? Es gab, kleiner Fun-Fact, bei einem The Sims 4 Trailer fürs Basisspiel, das war dieses The Sims Academy, gab es quasi so eine Oma, die so in der Werbung so einen Zettel hochgehalten hat und da stand eine Nummer drauf. Und wenn du da angerufen hast, dann konntest du quasi ein bisschen Simlish lernen. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Wer würde eher eine WG mit Vladislaus gründen? 3, 2, 1. Oh, ja! Okay.
Du würdest nicht mit Platt in eine WG ziehen? In echt stelle ich mir das tatsächlich gar nicht mal so cool vor, wenn er da dann nachts mal so bei dir rüberkommt und deinen Hals bewundert, was er immer so gern dieser komischen Textbox da steht. Und ich bin mir sicher, dass er ganz lang im Bad braucht, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich. Aber was ich gut finde, ist, er hat den gleichen Schlafrhythmus wie ich. Ja, ich bin auch am liebsten in der Nacht wach, am Tag schlafe ich lieber. Kannst du quasi nicht geweckt werden, weil du dann immer zur gleichen Zeit schlaft. Das wäre eigentlich gar nicht so blöd. Aber ich würde trotzdem nicht mit ihm zusammen wohnen. Glaube ich. Nee, ja. er ist schon ein bisschen creepy. Ja, wir sind viel zu böse zu ihm. Oh no. Mein Herz. Okay, ich ziehe mit ihm in der WG, wenn es sein muss. Ich sehe schon hier die ganzen Hasskommentare. Die ja, voll Justice for Flood. Einfach nur. Wer würde eher nur noch mit dem Basisspiel und die Sims 4 Zeit für Freunde spielen? 3, 2, 1. Ja. Ah. Ich benutze das Zeit für Freunde-Pack tatsächlich sehr oft. Vor allem wegen dem runden Bilden. Ja, voll, weil da kann ich gleich mehrere Sims auf einmal steuern. Die Funktion ist tatsächlich cool. Die hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich bin immer der Meinung, also Zeit für Freunde hat eine sehr coole Welt. Das ist gar keine Frage. Aber so jetzt dieser Gameplay-Aspekt finde ich leider im Pack insgesamt zu anderen Erweiterungen ein bisschen schwächer. Also am Anfang, es ist so ironisch. Bei mir hat das Pack so die größte Vorfreude ausgelöst. Aber dann so insgesamt mag ich dann andere Packs dann doch lieber. Aber krass, dann haben wir ja quasi da komplett eine gegensätzliche Ansicht. War das Zeit für Freunde-Pack das erste Erweiterungspack, das online gegangen ist? Das solltest du jetzt wissen. Das war das zweite. Das zweite? Was war das erste? Das war an die Arbeit. Seht euch das an, das ist so heftig. Du bist eine Sims-Datenbank. Das ist so verrückt. Ich dachte, das weiß man irgendwie so, aber scheinbar. Nee, Lars, nee, ups. Das weißt nur du. In welchem Hogwarts-Haus bist du eigentlich? Ich kenne nur erstmal die Synchros von Cold Mirror, wenn du die kennst. Ja, Klassiker. Und den Harry Podcast gucke ich, beziehungsweise höre ich. Aber sonst habe ich mit, damit gar nicht mehr so viel zu tun tatsächlich. Wie würdest du mich denn einordnen? Ah, ich hatte dich zur Hälfte, Hälfte, weil man ist ja meistens nie nur ein Haus, okay. Aber weil du so schlau bist, hätte ich dich nach Ravenclaw gegeben. Aber weil du so lieb bist, hätte ich dich nach Hufflepuff gegeben. Deswegen bist du für mich ein Hufflepuff oder Ravenpuff. Wer würde eher Sims schließen, ohne zu speichern? 3, 2, 1. Ja, du bist auch so verträumt wie ich. Ich weiß nicht, ich bin immer so schnell. Ich mache einfach klick, klick, klick und dann ist das Spiel schon zu. Ich habe nicht gespeichert und alles ist verloren. Das wird mich tatsächlich ziemlich nerven. Bei The Sims 3 war es ja öfter so, dass das Spiel einfach mal so abgestürzt ist. Stimmt. Da ist mir auch sehr viel Fortschritt abhanden gekommen. Bei mir ist es dann eher so ein bisschen bei The Sims 4, dass ich sehr oft ins Spiel gehe und irgendwelche Screenshots mache oder ich möchte ganz kurz hier die Weltenkarte abfilmen oder so. Und dann muss man da nicht unbedingt speichern. Dann bei uns quasi, wir machen es beide, aber aus unterschiedlichen Gründen. Voll. Meins ist wahrscheinlich ärgerlicher dann. Ja, das stimmt wohl. Ich habe schon so viel verloren. Oh mein Gott. Wer würde eher für immer auf die Sims verzichten, könnte dafür aber alle anderen Videospiele kostenlos spielen? Wow. 3, 2, 1. Ja. Ich meine, du hast Sims sogar hinter dir an der Wand. Hallo? Ich würde direkt drauf verzichten, wenn ich dafür alle anderen Spiele krieg. Wäre tatsächlich schon, glaube ich, eine ganz krasse Umstellung, aber ich glaube, bei mir ist tatsächlich so, dass ich gar nicht so viel zock insgesamt. Da ist es bei mir recht wenig. Also mit Freunden gerne Mario Kart. Ich habe sogar sehr viele Spiele, aber irgendwie gucke ich dann doch einfach eher YouTube, als dann irgendwas zu starten, ich weiß auch nicht. Dann spiele ich ja fast noch, so am meisten habe ich dann mit den Sims zu tun, das wäre dann schon ein bisschen schade. Früher habe ich das mit Freunden öfters gemacht, dass wir dann zusammen irgendwie Sims gespielt haben und ich denen dann so ein bisschen zugeguckt habe, das war immer sehr witzig. Aber so richtig gut funktioniert hat es dann leider nicht. Ganz früher hat man sich auch noch getroffen und hat so miteinander so nebeneinander gesessen und der eine hat gespielt und der andere zugeschaut, dann ist so der Timer abgelaufen und dann hat man die Plätze getauscht. Cool. Das war so süß. Ja. Wie ist es denn so bei dir, was spielst du eigentlich noch so für andere Spiele? Also bist du dann jemand, der dann da viel noch mit anderen Spielen außer den Sims zu tun hat? Ja, schon, aber das ist wie wenn man mich fragt, was höre ich für Musik? Jetzt sitze ich da und bin so, oh mein Gott, was spiele ich eigentlich den ganzen Tag oder was höre ich für Musik?
Nee, aber ich spiele eigentlich schon ziemlich viel Videospiele, aber echt alles quer durch die Bank. Wer kann eher alle Sims 4 Packs der Reihe nach aufzählen? Oh, ja, okay. Easy. 3, 2, 1. Ja. Wie gesagt, du hast es hinter dir an der Wand. Das ist super einfach. Die Wand ist nicht nur Deko, sondern tatsächlich auch manchmal ganz praktisch, weil man echt einfach ganz kurz nach hinten spickeln kann und dann weiß man da immer noch mal ganz kurz Bescheid. Aber ich glaube, gäbe es ein Wetten, dass die Sims Edition, würde ich da, glaube ich, damit relativ weit kommen. Was wäre so deine richtige Prognose von den Packs? Wie viele würdest du richtig einordnen können? Ich wusste ja nicht mal, welches das erste Erweiterungspack ist. Lars, da komme ich nicht weit. Okay, guter Punkt. Ja. Ja. Hattest du alle? In der richtigen alle tatsächlich nicht. Die ersten 20 vielleicht schon ungefähr. Es müssten so 40, 50 Packs sein. Jetzt wird es langsam auch dann doch schwieriger. Aber so am Anfang war das dann eigentlich noch recht machbar. Wer würde eher mehr Geld in einem The Sims 4 Store, ähnlich dem The Sims 3 Store, lassen? 3, 2, 1. Wie waren das nochmal? Du konntest da, glaube ich, wirklich bis zu 2000 Euro oder so in diesem Store lassen. Das war schon echt krass. Was? Ich habe noch nie was in dem Sims 3 Store gekauft. Noch nie. Oh, krass. Also, das schockt mich jetzt hart. Wow. Ja, es gab schon sehr, sehr viel Zeugs. Kleinkram, die Welten in der großen Goldversion haben ja teilweise bis zu 35 Euro gekostet, also wie eine Erweiterung. Zu der Zeit hatte ich so 3-4 Welten mir gekauft. Die Welten waren halt immer sehr cool. Und so ein paar kleinere Objekte, so ein Basketballkorb habe ich, glaube ich, mal gekauft. Und so, oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Pflanzen, ich kann nie genug Pflanzen haben. Da habe ich ganz viele im Store gekauft, die ich cool fand. Pflanzen verstehe ich sehr gut, kann ich verstehen, aber ich will es trotzdem nicht. Das ist aber tatsächlich das einzige Kit, was ich mir überlegt habe, oder? Das Set, das gibt es doch jetzt nicht, so ein Pflanzen-Set. Stimmt, ja. Ja, voll, da habe ich mir kurz überlegt, so, brauche ich das vielleicht, aber nee. Finde ich sogar eines der besten Sets für dieses ja? Allgemein. Oh mein Gott, verführe mich jetzt nicht, dass ich das jetzt kaufen gehe, okay? Sünde. Ich muss meinen Standpunkt halten. Aber Hauptsache, das Gratis-Pack habe ich mir gegönnt. Ich habe dich jetzt hier in diesem Video tatsächlich nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Jetzt wissen wir so ein bisschen mehr Sims-mäßig übereinander. Fand ich tatsächlich ganz witzig. Was hat dich denn jetzt so am meisten überrascht? Wie viel Geld du für Sims ausgegeben hast. Oh nein. Nee, aber ich fand's echt super schön mit dir. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Genau, mehr gibt's nämlich tatsächlich auf Nesmeraldas Kanal. Schaut da gerne mal oben rechts, habe ich's eingeblendet, oder auch in der Endcard vorbei. Da haben wir einen zweiten Teil hochgeladen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.